Valentin, sicherlich ein wichtiger Sieg. War es ein besonderer Sieg? Ja, für mich speziell war es natürlich besonders, weil ich ja mein erstes Tor jetzt für Reutlingen gemacht habe. Und natürlich war es besonders, weil wir jetzt 3 Spiele nacheinander gewinnen konnten. Aber wir dürfen uns nicht darauf ausruhen lassen und so. Wir schauen von Spiel zu Spiel und dann geht weiter. Dein erstes Tor für Reutlingen? Genau, mein erstes Tor. Ich glaube, habe ich gut gemacht. Wie ein Stürmermanier für einen Verteidiger, das war ganz okay. Hoffentlich kommen noch weitere dazu bis Ende Saison. Wie hast du das Tor gemacht? Ja, ich bin da nach einem Eckball für den Gegner bin ich einfach gesprintet. Habe ich gesehen, dass eine Kontersituation ist. Habe ich mich kurz mit Ruven abgesprochen, mit Wiesner. Habe ich gesagt, bleib du kurz hinten, ich gehe nach vorne. Dann bin ich nach vorne gesprintet. Dann schießt der Seemann, Torwart lässt ihn abprallen und ich bin einfach da und mache ihn. Nach dem Tor hast du ja eine besondere Aktion gebracht, für die du auch eine gelbe Karte kassiert hast. Kannst du dazu ein paar Worte sagen? Das war einfach aus der Emotion raus. Die Fans hatten eine schwere Zeit, glaube ich, auch seit ich hier bin, zum Beispiel in der Rückrunde. Am Anfang lief es ja gar nicht und so. Und die haben uns immer unterstützt, waren immer für uns da. Dann wollte ich das denen zurückgeben. Dann nehme ich auch die gelbe Karte in Kauf. Mein Mann macht das ja nichts. Die Fans, mit den Fans gab es ja heute Besonderheiten am Rande des Spielfelds. Kannst du dazu auch was sagen? Ich weiß nicht, wieso das so war. Ich weiß nicht, aus welchem Grund die da nicht ins Stadion gekommen sind. Oder ich weiß nicht, keine Ahnung, kann dir wirklich nicht sagen. Auf einmal habe ich sie gesehen, ich war überrascht. Wieso und so. Ich glaube, einige Spieler, ich weiß nicht, ich habe nicht nur rumgefragt, vielleicht wissen einige Spieler mehr davon. Was kannst du zum Spiel insgesamt heute sagen, zum Spielverlauf? Ja, wir waren dominant von der ersten Minute an. Wir haben mehr Ballbesitz gehabt, wir haben uns Chancen dann rausgespielt, machen auch das Tor. Dann ein bisschen unglücklich beim Gegentor, kommen wir uns in die Quere zusammen, ein Fehler von mir und von mir persönlich war ein Fehler dann. Aber natürlich, wir haben immer weiter gekämpft, wir wussten, dass wir das Spiel gewinnen können, dass wir die bessere Mannschaft sind, das haben wir dann auch gezeigt und noch 2 Tore gemacht und das Spiel verdient gewonnen. Für euch geht es jetzt weiter gegen Hollenbach, es wird ein Heimspiel, was darf man da für ein Spiel erwarten? Ich glaube, wir gehen da mit breiter Brust ins Spiel, weil wir jetzt 3 Spiele nacheinander gewonnen haben. Und wir freuen uns, dass wir wieder an der Kreuzeiche spielen können vor unseren Fans. Und ich glaube, da wird es brennen. Von unserer Seite werden wir natürlich alles dafür machen, dass wir die 3 Punkte da in Reutlingen lassen. Und für die restlichen Spieltage, was kann man für einen Endspurt erwarten? Ich glaube, wir müssen einfach von Spiel zu Spiel schauen, nicht so viele Gedanken machen, was wir noch alles erreichen können. Wenn wir Spiel zu Spiel nehmen, dann können wir natürlich, wir können jeden Gegner schlagen, sagen wir es mal so. Wir können jeden Gegner in dieser Liga schlagen, weil wir die Qualität dazu haben. Und wenn wir so weitermachen, wie wir jetzt die letzten 3 Spiele gespielt haben, dann bin ich sicher, dass es auch klappen wird. Ich habe am Rande mitbekommen, als du mit den anderen Journalisten gesprochen hast, dass es da irgendwelche Besonderheiten, die jetzt nichts mit dem Spiel zu tun haben. Kannst du dazu vielleicht ein paar Worte sagen? Ja, die Schweizer Armee hat mich jetzt aufgerufen, weil ich ja den Schweizer Pass habe. Wenn du 18 bist, musst du da in die Armee, also in die Rekrutierung, musst du einige Tests machen, damit die dich einordnen können. Und die haben jetzt angerufen, jetzt muss ich da in den nächsten 2 Tagen in die Schweiz fahren und das abklären mit denen. Und müssen die Reutlinger fürchten, dich als Spieler zu verlieren, damit du ein Soldat in der Schweiz wirst? Ich glaube nicht, das kommt nicht in Frage. Das ist einfach so obligatorisch. Da muss man einfach, wenn du Schweizer Bürger bist, musst du da in die Armee gehen. Und wenn du halt irgendwas anderes im Ausland lebst oder so, dann musst du halt andere Sachen machen. Aber ich kläre das schon, das wird schon. Valentin, ich danke dir vielmals für das Interview. Dankeschön, danke.